Hallo und willkommen zurück zu Leighton vs. Ace Attorney. Auf das Folgende möchte ich euch seelisch und moralisch vorbereiten, denn die Aufnahme lief diesmal etwas anders ab. Nachdem ich die zweite Folge des Ace Attorney Anime Fan-Dubs gestreamt hatte, zusammen mit Mark und unserer wundervollen Stimme für die Maya Faye, habe ich mir gedacht, Mensch, machen wir doch gleich mal weiter mit Ace Attorney und Leighton als Spiel, Let's Play, Live und so weiter. Und ja, da ging leider nicht alles glatt und hier seht ihr mal, was da so passiert ist. Jetzt bin ich aber nicht hübsch gemacht, ne? Das ist mir jetzt alles zu spontan gerade. Na, ich ehrlich gesagt auch nicht, keine Sorge. Ja gut, aber... ich kann mich nicht sehen! Das muss man auch noch ändern fürs nächste Mal. Aufnehmen. Ich? Ja, dich. Dann brauchen wir gar kein Füllerbildchen mehr, weil alles mit Kameras ausgefüllt ist. Das stimmt. Ja, also. Und darüber hinaus hat es unsere Maya auch öfter mal aus der Skype-Konferenz geschmissen. Soll ich jetzt wieder anrufen? Ich guck mal. Ich weiß nicht, ansonsten hätte sie ja wieder in die Das war gerade aus Versehen, tut mir leid. Jo, siehst du auf jeden Fall jetzt alles? Ja. Schön. Siehst du auch genug, dass du was lesen kannst? Ja. Ja. Ich sehe alles außer mir. Ich lasse es mit der Cam für heute. Denn Mia? Wo ist denn da Mia? Die will ja keine Cam einschalten. Ich habe jetzt gerade meinen Titel vom Stream auf Mark nackt vor der Kamera. ich mache mal das. Das ist auch der Grund, warum deine Kamera nicht funktioniert. Weil deine schon drin reingeschalten ist. Und dann ging uns die Maya wieder flöten. Was schreibe ich denn da rein, liebe Maya? Ist die schon wieder weg? Ich fasse es nicht. Klassiker. Man soll sie selber anrufen und ins Gespräch wieder reinkommen, wenn das so ist. Es ging plötzlich, war sie weg, aber sie dachte sich, aber ich will ja nicht weg. Oh ja, klar. Aber ich will nicht weg. Und gut, dann, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an. Okay. Alles. Hey, Junge. Lass uns anfangen. Ja, denn, hier gibt's Gegenstände und... Dies ist ein Übersichtsplan. Oder das da. Oder das. Oder das da. Nee, das ist ein grüner Fleck. Das ist der Spinat von gestern. Oh. Außerdem, dieser Stream wird präsentiert von... Köstritzer Schwarzbier. Orba. Ja, fast. Köstritzer Orba. Das wäre mal was. Ach, Miss Erlington ist auch da. Falls wir auf Erlington treffen, weiß ich, wen ich auf Skype anrufen kann. Dann muss ich das nicht mehr machen, dann ist alles gut. Genau. Okay, was habe ich jetzt gerade in... Moment. Ich hole sie mal wieder rein. Ich versuch's zumindest. Einen Moment noch, dann geht's los, falls das jetzt nicht klappt oder falls es doch klappt. Egal. Je nachdem. Scheint nicht geklappt zu haben. Na gut, dann fangen wir jetzt aber auch an. Ist dann halt so. Ich meine, Mia ist ja sowieso... Mia, jetzt sag ich auch schon Mia. Maya ist ja eh erstmal tot. Ja, also von daher. Okay, also gehen wir mal wieder zurück. So, und jetzt wollen wir ihn ansprechen und er hat kein Rätsel. Zum roten Kelch geht es dort durch den Wald. Jetzt geht. Es ist die einzige Zuflucht, die euch bleibt. Ihr solltet den Unterschlupf finden. Ihr solltet dort Unterschlüpfer finden. Sie werden auf einer Wäscheleine hängen. Geht, schnell! So, und zwar bewegen. Das wird uns sogar angezeigt, dass wir das sollen. Oh, wir haben einen neuen Weg erhalten. Weg wurde zu Gerichtsakte hinzugefügt. Na toll. Ah, Moment, So.
Oh, Spoiler. Jemand will sich nicht spoilern, weil andere Folgen noch nicht gesehen wurden. Aber ich sage mal so, wir haben ja sowieso schon alles gespoilert, was es zu spoilern gibt. Stimmt. Da gehen wir mal rein. So, was ist das hier? Waren wir da schon mal? Oh, da ist Sophie. Ich denke, wir haben es durch den Wald geschafft. Ich kann nirgendwo Ritter sehen. Ich glaube, hier sollten wir fürs Erste sicher sein. Jetzt bräuchte ich eigentlich die Maya-Stimme. Stimmt, die wäre perfekt. Ja, also wenn die jetzt noch im Chat irgendwo drin ist, Maya, komm zu uns. Maya, Maya. Sieh zu, dass du irgendwie wieder in die Konferenz reinkommst. Oder schreib wenigstens, dass du da irgendwie nicht gerade reinkommst. Sie könnte ja aber das, was ich lesen würde, schreiben. Ja. Na toll. Natürlich. Klar. Genau das. Okay, ich bin drin, aber wir hören dich nicht. Warum hören wir dich nicht? Wenn du drin wärst, dann würden wir dich doch hören. Ich rufe dich nochmal an. Fräulein Mia. Maya. Ah, jetzt bist du da, oder? Ja. Gut, fliegst du denn immer raus? Was hast du denn? Machst du über LTE dein Skype? Oder ist es... Nee, irgendwas stimmt da... Nein, irgendwie steht da, dass irgendwie der Mark rausgegangen ist und ab da fliege ich immer raus. Aha. Na, gucken wir mal, wie lange es diesmal... weg. Okay, gucken wir, wie lange es anhält. Ja, das hab ich auch gedacht. Okay, versuchen wir mal so weit, wie wir kommen. Okay, hier. Ich habe jetzt da zwar den Livestream vor mir, aber sonst geht das eigentlich. Ja, mach den leise oder sowas. So, Ich hab noch... Oder beziehungsweise melde dich irgendwie, wenn du mir wieder mal rausfliegen solltest, damit ich dich wieder reinladen kann. Anscheinend klappt das ja nicht von dir selber aus, dass du die Gruppe wieder anrufst. Ich muss dich, wenn ich aufnehmen sollte und mein Mikro nicht da sein sollte, von einer Freundin Headset ausleihen, damit ich das wieder über Rechner machen kann. Über Handy nervt das so mega. Kannst du denn nicht dein Handy als Mikrofon benutzen, genauso in Skype wie bei den Aufnahmen? Das habe ich schon ausprobiert, geht nicht. Achso, ja, da war ich glaube ich dabei sogar. Na, auf jeden Fall machen wir hier mal weiter, anstatt über Technik zu reden. Bei Technikfragen? Technikfragen. Genau, und der ist gerade nicht da. Ich möchte mich für all das entschuldigen, Sophie. Oh, sie hat was gesagt. Und das habe ich weggeklickt. Es war nur so ein kleiner Satz. Kannst du trotzdem mal was sagen? Was? Gut. Wenn wir uns sofort... Jetzt frage ich mich, ob sie das gesagt hat, weil sie dich verstanden hat oder weil sie dich nicht verstanden hat. Wenn wir uns sofort in Sicherheit gebracht hätten, wären wir jetzt nicht in dieser Situation. Du bist jetzt Sophie übrigens. Ja, bei mir ist es irgendwie noch nicht das Bild. Oh, shit. Das kennen wir auch. Das gerade hinter. Das hängt irgendwie gerade echt hinterher. Ja, du sollst ja auch nicht im Phoenix. Stream gucken. Du sollst in Skype gucken, nicht im Stream, ne? Und den Stream würde ich an deiner Stelle dann vielleicht ausmachen, weil das dann Bitrate spart. Okay? Okay. Okay. Gut. Sophie. Phoenix. Sophie. Flug. Professor. Der Professor hat auch geantwortet. Ich muss mich auch bei dir... Ja, genau. Luke. Ich bin gar nicht vergoldet. Ja, doch. Deswegen hat man es ja nicht gehört. Ich muss mich auch bei dir entschuldigen, Luke. Wieso? Soll ich Luke sein? Ja. Ich habe deinen Professor vergoldet. Ich habe deinen Prozessor vergoldet. Jetzt sind seine Pins leitfähiger. Du hast dein Bestes. Deswegen heißt er ja auch Prozessor Leiton. Du hast dein Bestes gegeben, um Sophie sicher hier rauszuholen. Es ist meine Schuld, dass die Ritter uns gefolgt sind und uns wahrscheinlich finden werden. Aber ich will nicht weg. Und ich würde nicht sagen, dass alles verloren ist. Ich meine, es muss einen Weg geben, Fräulein Maya zurückzubringen. Irgendwie. Das hoffen wir alle, aber in Wirklichkeit. Komm schon, Phoenix, reiß dich zusammen. Was könnte es sein? Diese beiden brauchen dich mehr denn je. Aber erstmal gehen wir zu Becky. Na gut, wir werden...
Wie wär's, wenn wir uns auf den Weg zum Wirtshaus machen, das Inquisitor Flammenberg erwähnt hat? Und dort erstmal einen trinken gehen. Jetzt müssen wir warten. Und sonst so. Spricht Sophie oder wer? Ja. Ich hasse das echt. Ja, zum Roten Kelch. Ich kann euch den Weg zeigen. Können wir dich zweimal in Skype haben? Einmal am Rechner und einmal am Handy? Müsste doch gehen, oder? Aber dann mit zwei verschiedenen Accounts. Das würde gehen. Müsste ich beim Rechner den Mikro ausschalten. Geht das mit dem gleichen Account? Ich glaube, naja. Na wieso? Wie hört sich das Rechnermikro denn an? Gar nicht. Nee, ich meine, hast du da nicht mal irgendwie ein kleines, irgendwas mickriges Headset oder sowas? Das würde ja reichen erstmal. Nö. Oh. Ich habe schon ich habe für alles für Samstag schon alles ausprobiert. Es hat nicht geklappt. Oh, das ist echt schlimm. Ich könnte mich über einen anderen Account anrufen lassen, aber dann müsste ich den erst rüberschicken. Ja klar, kein Problem. Machen wir das mal so und währenddessen, während du dann an den Rechner gehst, werden Marc und ich hier mal weitermachen. Aber Sophie, siehst du jetzt, oder? Was sie? Ja, sehe ich. Gut. Dann kannst du es ja. Hast du es schon vorgelesen? Sehr schön. Ja, habe ich. Okay. Sophie, du kennst dieses Lokal? Was machen wir jetzt? Am besten ganz schnell, schick's mir rüber und geh und dann hole ich dich dazu am Rechner. Und dann, währenddessen mache ich hier mal Sophie weiter. Es wirkt ein wenig unheimlich, deshalb habe ich es noch nie betreten. Ich könnte es natürlich auch abschreiben, geht vielleicht auch schneller. Lass doch ein Like und ein Abo da. Ich glaube, die meisten, die sowieso hier gucken, sind Abonnenten. Stimmt. Und es sind ja gerade mal 26 Leute. Ja, und außerdem, die meisten haben das schon gemacht. Davon fünf Leute mit Zweit- und Dritt-Accounts, damit die Zahl nach oben geht. Damit wir irgendwann auf die 100 kommen und die nächste Folge ausstrahlen. Richtig. Aber ich will nicht weg. Ich habe oft in diesem Teil der Stadt eingekauft. Ich bin also schon daran vorbeigegangen. Ich denke, Miss McWennies Farm ist auch hier in der Gegend. Wirklich? Was? Ist rübergeschickt. Ist rübergeschickt. Okay, dann, Ach ja, stimmt, den Stream haben wir ja auch noch. Was schreiben die Leute denn sonst? Was ist rübergeschickt? Wo ist was rübergeschickt? Ich hab nichts bekommen. Ach nee, in dem Chat. Nein, oder? Nein, auch nicht. Ich habe geschrieben, hier, hey, ich bin's. Okay. Ja, jetzt habe ich eine Kontaktanfrage. So, kann ich dich da auf dem Rechner anrufen mit? Ich habe dich auch mal geliked jetzt. Okay. Ja. Okay. 20 Minuten später. Ich habe gestern ein Kochbuch gewonnen. Oh. Garen im Päckchen. Aha. Hm. Kenne ich nicht. Zum Beispiel Käse im Speckmantel. Na Moment, dann mache ich mal jemanden raus. Da musst du mal auf dem Handy gucken, ob du da wenigstens noch mal das hast. Aber das ist so, oh Mensch, Mensch. Und das läuft alles so langsam übers Handy. Ich meine, das kann ich mir vorstellen. Handys sind halt keine PCs. Nee. Oder kriege ich da jetzt Probleme mit dem Copyright, wenn ich das Buch in die Kamera halte? Nö. Momentan sieht's ja eh keiner. So. Ich muss jetzt aber auch sagen, ich muss nämlich noch weg, weil ich muss noch. Okay, dann. Ich wünsche euch noch viel Spaß und ich hoffe, nächstes Mal klappt es besser. Ja, eventuell machen wir das dann nochmal. Falls Maya wieder auftaucht, machen wir das mal. Ich freue mich drauf. Ja, ich werde schon sehen, wenn Let's Play oben ist und wenn Maya wieder da ist. Jo. Stimmt. Na gut, dann machen wir das also hier. Wie in der normalen Aufstellung nach langer, langer Zeit. Also ich wünsche schon mal einen schönen Abend. Mach's gut. Euch auch. Bye bye. Tschüssi. So, jetzt geht's weiter. In Ordnung, hier entlang gehen wir. Passt sogar. Na gut, gehen wir, Herr Wright. Also, dann bis zum nächsten Mal. Feierabend, Schluss. Zugeklappt, eingepackt. Nein. ja, Luke? Ja, stimmt etwas nicht?
Ich wollte dir danken. Du hast mir vorhin wirklich geholfen. Ey, das ist ja wirklich jetzt so. Unsere Maya ist jetzt auch weg. Wir haben sie an die Flammen verloren. Aber wir werden sie in bester Erinnerung behalten.